Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ein neues Jahr, ein neues Fahrrad. Nicht bei mir jedes Jahr, sondern nur alle paar. Ja, dieses Jahr ist es mal passiert. Ich bin jetzt E-Biker. Ein paar wissen schon und es ist ein Moonraker Level R geworden. War ein gutes Angebot. Dem konnte ich einfach irgendwie nicht widerstehen und bin mal gespannt, wie es sich mit dem Fahrrad dann später auf dem Trail fährt. Ich bin jetzt ein bisschen unterwegs, bin jetzt mal an die Orangerie in Kassel gefahren und Sonne ist rausgekommen, ich habe heute frei. Daher würde ich sagen, stelle ich euch mein Fahrrad einfach mal vor. So, kommen wir einmal zur Bike-Vorstellung. Wie schon erwähnt, ein Moonraker Level R, 29 Zoll Laufräder vorne und hinten, Bosch CX Motor mit einem 750 Watt Akku, sollte ich also schon ein paar Kilometer mit hinkommen. Das Fahrrad ist ausgestattet vorne mit einer Fox 38 mit 180 mm und hinten ein Fox DHX Keuldämpfer, 170 mm Federweg. Hat die SWAM Mineralölbremsen DB8 mit 4 Kolben. Das Einzige, was ich jetzt geändert habe, sind die Bremsscheiben. Ich habe mir die Bagura MDRP drauf gemacht. Mit denen habe ich nur gute Erfahrungen bis jetzt und die Kombination zusammen funktioniert auch. Eine SWAM 12-Lachschaltung, die GX, Maxxis Assegai-Reifen in 2,5, so wie ich sie auch auf meinem anderen fahre, hier halt nur in 29. Ansonsten habe ich mir eine andere Sattelstütze reingemacht, die andere war mir zu hoch. So ein paar Kleinigkeiten muss man ja doch immer mal abändern. Habe die anderen Sachen, die am das Cockpit habe ich ein bisschen cleaner gestaltet. Ich glaube, cleaner geht es jetzt beim E-Bike wirklich nicht. Das Display und die Verstellung links am Lenker habe ich direkt abgebaut, weil ich kann die Unterstützung auch am Oberrohr umschalten. Und so oft mache ich das nicht. Bis jetzt fahre ich immer in Tour Plus Modus. Daher reicht mir das und ich finde das immer schöner, wenn das Ganze dann auch ein bisschen cleaner ist. Ja. Ja, das war meine Bike-Vorstellung. Dieses Jahr wird es dann wieder neue Videos und mehr Videos geben. Bin mal gespannt. Ich will auch noch im Sommerurlaub mal ein bisschen rumfahren, Wohnwagen wahrscheinlich nehmen und dann mir in Deutschland ein paar kleine Trailparks angucken. Freue ich mich auch schon richtig drauf. Es geht natürlich auch demnächst dann mal auf die Trutnov-Trails. Habe ich ja letztes Jahr nicht gefilmt. Ich war zwar da, aber nichts gefilmt. Da gibt es auch immer ein bisschen was Neues und das werden wir dann auch mal mit dem Bike ausprobieren. Bin mal gespannt, wie das mit den 29 Zoll Laufrädern wird und der Länge. Bestimmt etwas ungewohnt, aber ich freue mich schon richtig drauf. Ich hoffe, ihr bleibt dran demnächst. Wie gesagt, es gibt neue Videos. Wer mich noch nicht abonniert hat und das gerne sehen möchte, was ich mit dem E-Bike dann so mache, darf gerne unten den Button abonnieren. Die alten Videos von mir dürft ihr euch natürlich immer gerne anschauen. Und bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.